Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Satisfactory mit mir, dem Bolt, und Sergeant Happy. Wo bist du? Da einen bist du. Wunderschönen guten Tag. Er bin springt hier durch die Gegend. Flying Man, ja. Noch. Ja, noch, Flying noch, Man. Noch. Oh, wir waren stehen geblieben und hatten jetzt als letztes unsere Kettensäge, mit der wir gleich mal ein bisschen durch die Gegend gehen. Ja. Und wollen jetzt ein bisschen unseren Hub umbauen und gleichzeitig ein bisschen automatisieren. Das ist nämlich der riesengroße Vorteil. Wir jetzt festen Brennstoff herstellen können. Und dazu wollen wir ein bisschen automatisieren, ne? Und dann gehe ich ein bisschen Kettensägen-Massaker spielen. Gehst du ein bisschen Massaker Wald machen und ich baue Hub und Strom um. Genau. Und ich baue aber vorher einmal quasi unsere Stromlogistik. Dazu mache ich mir einfach nur einen Lagercontainer, in dem wir nachher... Wo wolltest du eigentlich den Hub und so reinbauen? Ja, der Hub würde da relativ bleiben, wo er jetzt steht, nur halt auf Plattform, damit das alles ein bisschen hübsch ist. Okay. Ich baue mir hier zwei Container hin. In den einen Container kommen nachher die Biomasse, die wir hier schon quasi haben. Die lassen sich relativ schnell aus Holz und Co. herstellen. Da muss man jetzt nichts automatisieren. Und dann baue ich mal einen Konstruktor. Und dieser Konstruktor macht uns dann da raus, weil das dauert mir sonst immer zu lange, wenn man da alleine steht. Und macht uns dann daraus Pellets. Mehr oder minder. War schlecht, ne? Oh, das war richtig schlecht. Oh Mann, ey. So, den Strom hier, kann ich den mal wegnehmen? Ja, kannst du. Oder fällt dann alles aus? Ne, es fällt sowieso gerade alles aus, weil ich das Hub abgebaut habe. Achso, dann ist ja okay. Dann darfst du das gleich wieder anschließen. Ups. So. Mister Konstruktor. So ist Mister Konstruktor gut. Und der darf sich dann, wie gesagt, hier die Biomasse rausholen. Ja, darf die dann umjuckeln, und zwar zu festem Biotreibstoff. Da schafft er 120 pro Minute Biomasse, haut dazu, also 8 Biomasse, haut dazu 4 festen Biotreibstoff. Dafür ist der Biotreibstoff aber wirklich deutlich effektiver als die normale Biomasse. Ach, den habe ich falsch rumgebaut hier. Okay. Und natürlich ein bisschen drauf achten, dass man den auch richtig rumbaut. Ob ich es jemals schaffe, das Hub richtig rumzusetzen? Wahrscheinlich nein. Und selbst wenn, wenn wir mal ehrlich, ist ja eigentlich egal, ne? Nein, es ist nicht egal. Na gut. Ist überhaupt nicht egal. So, jetzt kann ich wieder Strom anschließen, richtig? Nein, kannst du nicht, weil wir noch keinen Strom produzieren. Ungültiges Ziel. Achso, weil ich Strom Mast genommen habe. Das macht ja nichts. Ich kann ja zumindest schon mal anfangen hier, wieder was anzuschließen. Tun als ob, zumindest. Und, schon mal wieder da anschließen. So, weil das Hub bleibt ja jetzt so stehen, ne? Das Hub bleibt so stehen, ja. Nehme ich doch mal an. Gut. Dann würde ich hier den auch schon mal wieder da anschließen. Und ich würde sagen, den auch mal wieder... Achso, ja, musst du... Sollen wir es da anschließen? Okay. Entschuldigung. Ich falsch gemacht. Sollte deinem Plan noch nicht so folgen. Was tun Sie? Hören Sie auf, die Leitung anzuschließen. Nein. So. Hören Sie auf, Leitung anzuschließen. Warum baust du den jetzt wieder alle ab? Ja, weil du die falsch angeschlossen hast. Habe ich nicht falsch angeschlossen. Hallo? Ja, ist ja gut, dann machst du es halt so. Okay. Heute hat er den da angeschlossen. Oh. Ja. Wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten. Nein, ich finde das eigentlich ganz gut so. So, damit hätten wir das hier automatisiert, wenn denn endlich mal wieder Strom da ist, aber der Mensch braucht zu lange, um das abzubauen. Dann... Pusht an meine Arbeit, ja. So, ich hau doch mal festen Biotreibstoff rein. Nee, du müsstest eigentlich ziemlich viel festen Biotreibstoff haben, oder? Nein. Na klar, du hast doch das Hub abgebaut, du Nase. Ja, hast du das Hub leergeräumt? Nee, ja, aber trotzdem ja nicht die aus dem... Also, aus den beiden Kraftwerken, das müsstest du in der Tasche haben. Ja, 16 Stück sind da drin. Ist ja eine Menge, ne? Du denn nur noch 16? Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Dann ich schmeiß jetzt erstmal in die beiden externen hier Biomasse rein, damit wir erstmal wieder laufen. Nee. Ich hab hier ja. Alles gut. Ich hab hier 40, dann warte ich einen kleinen Moment und dann ist gut. Also 27 habe ich jetzt da reingepackt. Auf jeder Seite. Es kommt er jetzt. So, das heißt für mich, ich werde mich mal wieder hier leer machen einmal und da werde ich jetzt ein bisschen rumgehen und Holz sammeln, richtig?
Das kannst du gerne tun, ja. Kannst ja. auch machen, wie du möchtest. Nee, ich mach schon. Alles gut. Ich pack mal alle Sachen, die ich hier sonst so in der Tasche habe, hier so rein, die ich nicht brauche. Und, Herzblatt, nicht weglaufen. Du musst noch einen neuen Meilenstein bitte auswählen. Ach so. Was wollen wir denn machen? Eine gute Frage. Weltforschung würde jetzt bedeuten, wir könnten die Molekularanalysemaschine bauen. Wir hätten auch einen Inventarplatz mehr und einen Ausrüstungsplatz mehr. Das würde ich ganz gut finden. Gerade bei dem Handausrüstungsplatz, dann hat man zwei in der Hand. Ja, genau. Dann machen wir das als nächstes. Okay. Dann haben wir auch eine Map. Hat er ausgewählt. Und jetzt geht er mal hier so in Richtung kleines Wäldchen da vorne. Ich hoffe, dass mich da nicht so viel anbeißt. Gucken wir mal. Weil müssen wir das immer erst ein bisschen wegräumen, bevor wir da dann anfangen zu roden, mehr oder minder. Und sieht das ganz gut aus. Okay. Super. Ich habe keine Bio-Treibstoffe mehr, weil natürlich, die braucht man. Die Kettensäge läuft nur mit Bio-Treibstoff und zwar nur mit dem festen Bio-Treibstoff. Ja? Das heißt also, den brauchen wir vorher, bevor wir losrennen. Was man nicht im Kopf hat. Warum tust du sowas? Ja, du hast mir das nicht gesagt. So. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Das ist immer einfach. Ne? Ich nehme mir ein bisschen was mit und jetzt gehe ich halt in die andere Richtung. Hier sind ja auch noch ganz viele Bäume, die filmen wir mal zuerst. Hier muss ich keine Angst haben, dass mich irgendwas in die Füße beißt. Das Schöne ist, wenn wir jetzt hier diesen Baum fällen, dann fällen wir gleichzeitig das drumherum hier mit. Das heißt, wenn ich jetzt hier so reinsäge, dann seht ihr, zack, da sammelt ihr auch diese Blätter. Das ist eigentlich ganz angenehm. Man muss also nicht jeden einzelnen Baum irgendwie hier fällen, sondern ja, irgendwo so in der Nähe und dann sammelt ihr das alles schon mit. Litsch, zack, super. So, den hier noch. Super. So, das ist ein Pilz. Den Pilz, den habe ich mal so genommen. Jetzt gehen wir hier rüber und juckeln hier auch noch ein bisschen. Du, hier hört so ein Förderband einfach so auf. Ja, das stimmt. Das habe ich gerade abgerissen. Ach so. Ich bin gerade dabei, das umzubauen. Ist also voll am Umbauen. Okay. Wie gesagt, ich mache Biomasse, damit wir gleich ordentlich, vielleicht erst einmal kein Problem haben mit Strom und sowas. Okay, hier habe ich jetzt ein bisschen gerodet, dann gehe ich ein bisschen weiter in die Richtung. Und tatsächlich ist es so, dass Holz sich am schnellsten oder am besten, ne, zu Biomasse umwandeln lässt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Du kriegst ja aus 35, sind solche 30, glaube ich, raus. Okay. Hier ist noch ein weiteres Kupfervorkommen. Und hier sind aber noch wieder solche, wie heißen die? Die netten Bienen. So, habe ich weggemacht, die Bienen. Ja, noch ein Kupfervorkommen, direkt hinter dem anderen quasi. Also nur, dass du Bescheid weißt. Ja. Eigentlich wollte ich hier nur Bäume fällen, aber gut. So, und der nächste Meilenstein, wie gesagt, ist dann die Feldforschung, damit wir einen Handplatz mehr haben, damit ich hier nicht ständig wechseln muss, weil dann kann ich nämlich mit der Maus, dem Mausrad quasi zwischen der Kettensäge und dem, wie heißt das andere Ding noch? Senosepper. Den Senosepper wechseln, genau. Jetzt muss ich das ja mal so quasi per Hand auswählen. Das nervt ein bisschen. Und ich habe auch mehr Ausrüstungsplätze dann nachher. Das heißt, ich kann noch viel mehr Holz sammeln dann. Durch die Gegend gehen und Holz sammeln. Juhu! So, solange mich jetzt hier jetzt nichts anbeißt, ist eigentlich alles gut. Und ihr seht, das ist gar nicht... Ich gucke gleich mal ganz kurz in mein Inventar. Ihr seht, das ist gar nicht so ineffektiv. Also blättermäßig passt schon. Holz, okay. No. Ist halt, ich sag mal in Anführungszeichen, realistisch. Dass man jetzt hier nicht auf einmal 5000 Holz hat, weil man drei Bäume gefällt hat. Da gibt es ja auch andere Spiele, wo das manchmal so, ich sag mal, sehr merkwürdig sein kann. So. Also ich gehe hier einmal das Flüsschen so ein bisschen entlang und... mache hier die ganzen Palmen weg. Man kann auch so durchs Flüsschen durchgehen, ne? Ja, bin ich jetzt. Habe ich jetzt gemacht. Ja, du kannst da so durch. Du kannst auch schwimmen. Das ist alles kein Problem. Ich kann schwimmen? Juhu. Ja, du kannst schwimmen. Also im Spiel zumindest. Ja, im Spiel ja. Mhm. So. Oh, hier habe ich irgendwas gefunden. Irgendwas Spannendes und zum Spielen. Rohquarz. Den nehme ich mal mit, ne? Ja, den kannst du gerne mitnehmen, ja. Mal gucken, was wir da mit nachher machen können.
Müssen wir wahrscheinlich erst durch diesen Analysator schicken, ne? Damit wir dann den abbauen können. Richtig? Ja, genau. Ah. Siehst du? Gar nicht so dumm, ne? Ich bin auch lernfähig. Hat ja auch nie einer behauptet. Oh. Jeden Tag. So, das Schlimme ist, das, was ich hier fälle, ja, daraus lässt sich dann nachher relativ viel von diesem festen Biotreibstoff machen, aber das ist so schnell weg. Bei dem, was man hier an mehr oder minder an Zeugs verbraucht, ist das tatsächlich, naja, ich würde nicht sagen ein Topfen auf dem heißen Stein, aber auch nicht gerade viel. Schau mal, wie er da gebaut. Es verlässt uns relativ zügig, ja. Ja. Der Brauch ist halt hoch. Das Schöne ist, es wächst immer wieder nach. Gut ist. Also zumindest das, zumindest diese kleinen Blätterchen, ne? Wachsen die Bäume auch wieder nach? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, gerodet ist gerodet. Ehrlich? Ich glaube ja. Dann sollte ich ja nur jeden zweiten roden, ne? Damit der sich ja noch vermehren kann. Du bist hier ein bisschen eskaliert gerade, ne? Ja, ich habe jetzt, wir haben jetzt automatisierte Drahtproduktion und automatisierte Kabelproduktion. Ja, sehr schön. Ja, das habe ich jetzt hier vorne stehen. Ja, sehr schön. Gut. Ich wollte Dings herstellen. Du kannst mal die Biomasse nehmen und verteilen. Also nicht die Biomasse, die in dem festen Biotreibstoff. Ich stelle mal Biomasse her. Ich habe nämlich so irgendwie 1500 Blätter gehabt. Ja, soll ich das machen? Und dann, oder wie wollen wir das handhaben? Nö, ist doch völlig in Ordnung. Also das geht relativ fix, die Biomasse herzustellen. Die schmeiße ich dann gleich da wieder in den Lagercontainer. Dass er so nach und nach daraus festen Biotreibstoff macht. Ich habe 1800 Holz tatsächlich. Das ist, ja, ich sag mal so, nachher schon ein bisschen mehr fester Biotreibstoff. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Seht hier, mit der Biomasse, die ich gerade habe, das sind jetzt gleich 800 ungefähr, kann ich dann 400 Biotreibstoff herstellen. Wie gesagt, es lohnt sich, weil der erste Biotreibstoff tatsächlich, ich glaube, wirklich nur ein Sechstel von dem anderen verbraucht, wenn ich da richtig bin. Das können wir auch gleich nochmal gucken. Und ihr seht, Holz lohnt sich tatsächlich am meisten. Aus 4 Holz hole ich hier 20 mal Biomasse raus. Da sind Blätter nicht so effektiv, aber beides sammelt man ja die ganze Zeit. Also halb so wild, wenn man da mal mehr Blätter als Holz hat. Hauptsache, man hat allgemein genug von dem Zeug. Und ihr seht, jetzt hier mit dem Holz und der Biomasse, die ich herstelle, wird mir jetzt hier angezeigt, dass wir über 1000 festen Biotreibstoff bauen können. Das sind schon mal so ein paar Stunden, die wir damit überbrücken können. Ich sag mal, eine volle Füllung eines voll ausgelasteten Kraftwerks hält ungefähr, also volle Füllung, 200 Stück von dem festen Biotreibstoff, hält ungefähr eine Stunde, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, es kommt gut hin, ja. Und, das hier sieht jetzt echt viel aus, hat gar nicht so viel Arbeit gemacht, ist aber im Grunde eigentlich nicht jetzt so viel. Das ist okay, aber es geht auch mehr. Es bringt uns über die Runden auf jeden Fall. Es bringt uns erstmal über die Runden, ja. Erstmal. Aber erstmal sollten wir die Dinger hier wirklich auch füllen bis zum Exitus, also dass wirklich alle auch mit 200 gefüllt sind. Das dauert schon eine kleine Runde, bis wir das hinkriegen. So, ich kann mal wieder meine Sachen hier nehmen, die ich hier eingepackt habe. Ich wollte jetzt nicht nochmal mit der Kettensäge rumlaufen. Das darfst du auch gerne mal machen, wenn du willst. Aber nur, wenn du willst. Ja, aber du bist gerade am Eskalieren, ne? Also, ich bin jetzt gerade im Pausenmodus tatsächlich. Ich habe jetzt alles gebaut, was ich wollte. Ehrlich. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Was sind Ihre nächsten Schritte? Also, klar, wir müssen füllen. Ich habe schon mal 4 von den Schrauben reingepackt, von 300. Und schon mal 289. Also, die Platten sind voll, 289 Kupferdrähte sind drin, aber Schrauben nicht. Ja, Schrauben habe ich auch schon, kommen sofort. Sehr schön. Das heißt, der Kleine kann wieder starten, ja. Kann er schon wieder starten? Hat schon wieder gemacht? Ist schon wieder voll? Ja, jetzt ist er voll. Ja, super. Cheer. Damit haben wir dann schon unseren nächsten fertig, unseren nächsten Milestone. Achtung, S3, 2, 1 und los. Ah, warte, ich guck's mir mal von hier unten an. Feldforschung! Und dann kann ich euch das schon mal zeigen. Ich kann jetzt hier die Kettensäge und den Xenosap benannt haben und kann jetzt mit dem Mausrad wirklich schnell hin und her wechseln. Das ist ziemlich viel wert. Ich habe hier, glaube ich, 3 Plätze oder 2 Plätze mehr.
Und was können wir noch bauen? War noch irgendwas zum Bauen da? Nee, ne? Doch. Die persönliche Aufbewahrungsbox. Das heißt, ich kann mir jetzt eine machen, das ist nur meine, da kann er gar nicht rangehen. Nee, ist Blödsinn, leider. Kann sie leider nicht abschließen. Vielleicht kommt das ja noch. Und wir können den MAM bauen. Damit können wir jetzt anfangen, Sachen zu analysieren und Forschung zu betreiben, Wissen umzuwandeln. Du, unsere Plattform schwebt schon wieder. Warum hast du denn nicht die 4x4 genommen für unten? Hab ich doch. Nee, hast du nicht. An der Seite ist 2er. Nee, das ist ja Quatsch. Auch hier bei mir an der Seite ist 2er. Nee, das ist ja jetzt Quatsch. Und du könntest auch mal so hier, das, was ist das überhaupt? Der Aussichtsturm, da muss ich unbedingt mal rauf. Nee, lass doch so, alles gut. Wir bauen ja drumherum ganz viel. Nee, was schön. Guckt euch das mal an hier. Das haben wir also schon so ein bisschen automatisiert. Da ist der Hub. Da kommt da hinten unsere Produktion von Beton. Da haben wir unsere Eisenproduktion. Hier vorne unter dem, naja, unter der Rampe haben wir unsere kleine, zumindest Biomasse-Produktionsstraße. Hier hinten, seht ihr, kommt unser Kupfer an und wird sofort verarbeitet. Und zwar einmal, ja, genau, erstmal ein Draht und dann einmal Draht wird direkt gespeichert, in Anführungszeichen, und das andere Drähtchen wird verarbeitet zu Kabel. Das brauchen wir nämlich alles. Das gleiche haben wir hinten bei, oder in ähnlicher Weise bei dem Eisen auch. Da haben wir Eisenstangen und einmal Eisenstangen, die werden dann zu Schrauben. Denn das brauchen wir ständig. So, wenn ich jetzt hier runter gehe, ne? Wie gehe ich denn hier runter, ohne runterzufallen? Am besten rückwärts. Am besten rückwärts, ja, I see. Den Rest kann man fallen. Warum hast du mir das denn jetzt abgerissen? Du bist ja gemein. Ein Glück war ich schon halb auf der Stufe. So, zwischendrin immer wieder das Zeug hier verteilen. Damit wir nicht vergessen, ja, mehr oder minder, die auch sinnvoll zu befüllen. Wie viele Kraftwerke hast du jetzt gebaut? Schon ein paar mehr. Oh, ich habe hier irgendwie Mist gebaut. Ja. Ich habe hier irgendwas abgebaut, was ich gar nicht abbauen wollte. Jo. Hier liegt ja alles brach. Ja. Das ist schlecht. Ja, du bist da halt nicht so gut drin. Hallo. Hallo. Würden Sie mal zur Seite gehen, bitte? Ja, ungerne, aber nur für dich. Das heißt, du willst jetzt quasi auch schon mal... Was wolltest du denn machen? Ich hatte das ja alles schon fertig hier. Achso, du hast es quasi im Flug abgerissen? Ich habe es aus Versehen mit abgerissen, ja. Okay. So, unser Transporter ist zurück. Darauf hatte ich gewartet. Weil dann könnte ich jetzt den nächsten Milestone auswählen. Und dann würde ich sagen, ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Jetzt ist die Frage, welcher Milestone? Also Stufe 2 ist klar. Jetzt hätten wir Teilmontage. Da könnten wir dann den Fabrikator herstellen. Der erzeugt nämlich aus 2 Teilen ein anderes Teil. Und Kupferblech und Rotor. Das würde ich als nächstes tatsächlich auf die Agenda nehmen. Ja. Ja, oder wir nehmen Logistik 2. Denn mit Logistik 2 können wir jetzt auch Förderbänder MK2 herstellen. Die haben doppelt so viele Ressourcen, die sie pro Minute befördern können. Genauso auch der Lift und das Förderbandmast, also der normale Förderbandmast 2. Oder wir nehmen Ressourcenschredder. Den brauchen wir nicht, ne? Sprungfläche auch nicht. Also Teilmontage oder Logistik, sag mal. Ich würde später. Teilmontage nehmen. Teilmontage? Ja. Okay, also damit können wir Fabrikator, Kupferblech und intelligente Beschichtungen. Die brauchen wir nachher, glaube ich, wenn wir überhaupt erstmal in Stufe 3 kommen wollen. Ausgewählt. Teilmontage wartet auf Ressourcen. Und da brauchen wir eine Menge, seht ihr. Aber ich glaube, das kriegen wir auch relativ schnell hin. Ich würde behaupten, das kriegen wir ganz gut gefüllt. Aber das und mehr, liebe Leute. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Sehr schön. In der nächsten Folge. Genau. Wenn euch diese gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein paar Spielekommentare. Und wenn ihr wollt, natürlich auch ein Abo. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, tschüss.